I'm gonna ride, I'm riding free. So come along, let's go along, come on, let's journey with me. Du stinkst. Danke. Willkommen in Valdale. Hier sind wir immer noch wegen dem Wackelpuddingwasser oder was auch immer. Und der liebe Avalon hat jetzt seine Proben, die wir ihm gegeben haben, ausgewertet. Scheinbar. Und ja. Da wollte ich jetzt mal hinreiten und gucken, was er uns denn so zu sagen hat. Interessant. Er findet immer alles interessant. Hallo Ilva, ich habe die Wasserproben analysiert und genau wie ich gedacht habe, ist das Wasser mit gefährlichem Abfall von pandorischen Kristallen vergiftet. Wir müssen das sofort stoppen, bevor noch Schlimmeres passiert. Bisher hat es noch keine großen Effekte auf die Natur gehabt, aber wenn es so weitergeht, wird es schlimme Folgen haben. Der ganze Wäldersee und die ganze Landschaft drumherum könnten sterben. Lass mich dir erzählen, was wir jetzt tun. Ja, dann erzähl mal. Du musst an der Absperrung beim Wäldersee vorbei und herausfinden, was dort geschieht. Um das zu tun, musst du zwei Dinge tun. Du musst herausfinden, was sie dort oben beim Wäldersee machen. Ich nehme an, dass sie ihre Ausrüstung von Darkcore-Quartier unten beim Moorlandstrand bekommen. Versuche dort einen Hinweis zu finden, der uns Klarheit über das Wasser gibt. Okay, und außerdem... Du musst einen Weg finden, auf dem du an der Absperrung vorbeikommst, Ilva. Du sagst, der Wächter sagt, frag nach einem Passwort. Das wusste ich nicht mal. Du musst es herausfinden. Ich weiß nicht wie, aber ich denke, dass der beste Ort dafür das Darkcore-Quartier beim Moorlandstrand ist. Ich hoffe, dir fällt etwas ein. Und ich habe mein Handy nicht auf Stumm. Entschuldigung. Ja, ich würde aber sagen, bevor wir uns nach Moorland begeben, gehen wir noch kurz hoch zum Wäldersee, denn da haben wir auch noch ein Quest und je nachdem schickt uns das ja auch nach Moorland und es wäre dann blödsinnig, da doppelt hin und her zu gehen. Lustigerweise stimmt das, glaube ich, sogar. Ich habe die Quest ja schon gemacht und da, ich meine, ich auch beides irgendwie mal in Moorland. Ah, siehste. Ja, ich weiß schon, wie das mit Star Stable funktioniert. Ich habe das Gefühl, ich muss niesen. Aber es kommt nicht. Seitdem Holly da so gezogen hat und ich nicht niesen konnte, habe ich immer noch nicht geniest. Das ist nicht sonderlich satisfying. Es tut mir leid. Weißt du, was auch nicht sonderlich satisfying ist? Dass mein Pferd erst Level 7 ist und deswegen überhaupt nicht schnell. Wir krufen hier durch die Berge. Ich wollte mein Pferd nicht leveln und es ist trotzdem Level 11 geworden. Von Level 9 aus. Irgendwie ist das passiert. Upsi. Genauso wie ich mit Nightwish. Ich habe einfach nur ein Rennen gemacht, ne? Einfach nur, weil ich Bock drauf hatte. Und das Rennen so liebt und nicht nochmal extra dahin fahren wollte mit der Fähre. Pupp, Level 2. Upsi. Ja. Ein Level passiert. Okay, Herr Arnoldson. Zeit zu fischen. Hier ist sie, meine älteste Angelroute. Sie ist schon sehr alt, musst du wissen. Damals war ich ein toller Angler in Fort Pinter. Oh ja. Aber davon hatten wir... aber wovon hatten wir gesprochen? Ach ja, neue Fische. Leider weiß ich nicht, wo sich unsere Wälderfische aufhalten. Deswegen schlage ich vor, dass du auf eine Angeltour gehst. Ich weiß allerdings, dass die Würmer vom Bergpass nur den Wälderfischen schmecken. Frag mich nicht warum, aber ich kann dir garantieren, dass wenn ein Fisch beißt, dann wird es ein Wälderfisch sein. Ich habe ein paar Orte auf der Karte markiert, wo du eventuell Fische finden kannst. Petri Heil. Ach, da unten am Fluss? Mhm. Ja, gut. Petri Heil. Ich werde auf jeden Fall, nachdem ich jetzt heute hier die Quest aufgenommen habe, hier ist ja schon recht spät, die ganzen täglichen Rennen machen, Pferd weiter leveln und dann ist es morgen schon wieder etwas besser gelevelt, etwas schneller. Genau. Gott, seit ich mir das in den Kopf gesetzt habe, jetzt Reitlehrer in unserem Club zu sein, nehme ich diese Aufgabe echt viel zu ernst. Ne? Ich will die ganze Zeit daran arbeiten jetzt. Hm.
Aber das meinte auch Swungis Deutsch-Vertiefung-Lehrerin, wo ich halt mal mit reingegangen bin in den Unterricht. Die meinte, ich bin einer von den Menschen, die keinen Notendruck haben dürfen. Unter Notendruck arbeite ich schlecht. Beziehungsweise gar nicht. Aber wenn ich etwas mache, weil es mir Spaß macht oder so, dann setze ich da alle Energie rein. Kann ja besser unter Druck arbeiten. Boah, wir sind voll verschieden, nicht, ey. Nicht so viel. Ne, wenn es bei mir sehr, sehr viel Druck ist, also zum Beispiel, ich muss morgen etwas abgeben, dann kann ich auch wiederum gut arbeiten. Also zum Beispiel einen Tag von der Klausur fange ich schon mal an zu lernen. Ich hoffe, ihr seid auf der richtigen Flussseite. Auf welcher bist du? Auf der linken. Eins Fisch. Ich meine, es sind mehrere Fische, die du fangen musst. Und die sind auf verschiedenen Seiten. Oh, nee, oder? Aber hoffentlich in der Nähe von Brücken. Jein. Yay. Das fand ich, meine ich, auch nervig an dieser Quest, dass man nie wusste, auf welcher Seite das ist. Na, klasse. Na gut, wir finden das schnell heraus. Einmal hier durchs hohe Schilf. Und weiter. Solange wir hier noch weiter kommen, reiten wir hier auch weiter entlang. Oh, ich ahne Fürchterliches. Ja, ich muss da wahrscheinlich jetzt hoch. Wenn ich das schaffe, ich hoffe. Ja, klappt. Klappt, klappt, klappt. Okay, also da müssen wir jetzt schon mal auf die andere Seite, glaube ich. Sieht so aus. Der Wald brennt. Cool. Ja, dann müssen wir auf die andere Seite. Aber in der Nähe ist ja die Brücke, also das geht noch einigermaßen. Ich lasse jetzt auch das Inventar einfach währenddessen offen, weil wir müssen ja eh immer wieder drauf zurückgreifen. Und was ich herausgefunden habe, ich hatte ja eigentlich versprochen, dass ich mit irgendwem diesen Milchshake hier trinke. Ja, das Problem ist, dieser Milchshake ist für die Satteltasche. Ja. Echt jetzt? Ja, der ist für die Satteltasche. Das ist mir neulich aufgefallen. Beziehungsweise, bevor ich das Musikvideo mit Rosalie gedreht habe, denn sie hat den Milchshake in ihrer Satteltasche gehabt, dann dachte ich so, Moment. Das ist doch der Sattel, der Milchshake von Jojo Siva. Hier steht kalter Milchshake Typ Haustier. Typ Haustier. Ja, genau. Ist jetzt meine Punika auch und mein Haustier? Oder wie läuft das? Oh, du hast Punika? Oh Gott, wie gerne würde ich jetzt Punika trinken. Kein Product Placement, ne? Aber ich habe hier meine Apfelschorle stehen. Die muss jetzt genügen. Apfelschorle habe ich auch. Oder Wolken. Ihr habt irgendwie immer Apfelschorle im Haus, habe ich das Gefühl. Ja, weil ich voll auf Apfelschorle stehe. Ich auch. Wenn ich sage, ich hätte gerne eine Flasche Apfelschorle oder ein paar, dann bringt mir mein Vater wirklich nur eine Flasche mit. Hallo, wo ist Warum nicht ein Sekt? Wo ist meine Maus? Mein Hallo. Hallo. Ich habe meine Maus verloren. Ah, geht doch. Das wäre jetzt gerade blöd. Okay, jetzt muss ich wieder auf die andere Seite. Ach, es geht aber, finde ich, mit dem Seite wechseln. Ich bin jetzt abgepackt. Ja, dich nervt aber auch sehr schnell irgendwas in dem Spiel. Das stimmt. Na. Hallo, Felicity. Felicity? Du heißt... Oh mein Gott, sie heißt echt... Nee, Felicia. Oh. Huch. Hoppla. Hallo, Leute. Ach Gott. Ich schaff das heute noch. Jetzt? Werde ich gleich hinten ausgelacht wegen dir, Dark King. Willst du das, dass mich hier diese vier Reiterinnen auslachen, weil ich nicht reiten kann? Weißt du, was mir aufgefallen ist? Was? Beim Aufnehmen, ne? In meinen ersten Folgen bin ich so richtig so, ja, hallo,
Ich bin's, Yuki, und das hier ist jetzt mein Star Stable Let's Play. Und jetzt ist das so, ja, ich rede ganz normal. Und da bin ich froh drüber, weil jetzt ist das echt so, wie ich halt auch mit euch rede. Warte, jetzt habe ich hier alles, ne? Okay, ist einfach Morland. Vielleicht liegt das daran, dass du mit uns redest. Ja, das auch. Das wahrscheinlich auch. Aber auch wenn ich jetzt alleine aufnehme, dann rede ich ganz normal. Und das finde ich gut. Das finde ich besser, als wenn man so die Stimme verstellt. Aber das macht man irgendwie automatisch. Gerade wenn man anfängt mit YouTube oder so. Dann sitzt man erstmal so, hi. Wo wollte ich jetzt hin? Zu Dakor hinten am Strand, ne? Durch den Nassevenja-Stein. Jetzt nach Südhof. Danach gehe ich ins Dinotan. Und dann muss ich noch hier nach Nellerheim. Nein, ich muss noch zum Weingarten und ich Idiot war doch da eben. Ich müsste dann auch noch überall hin, also je nachdem, wenn du wartest. So, hier ist Dakor. Hier musste ich doch hin, oder nicht? Muss ich gut, dann gehe ich jetzt erst nach Südhof. Ah, da. Ach, hier sind Kisten. Ja, nach Südhof muss ich auch noch. Ich muss überall noch hin. Ja, egal. Ich gehe jetzt ohne dich nach Südhof. Ja, viel Spaß ohne mich. Puh. So, pat. Muss ich absteigen, um in diesen Kisten zu wühlen? Nein, muss ich nicht. Okay. Hey, du Typ von Darkcore. Ich mache überhaupt nichts. Ich wühle hier nur in der Kiste. Ist Säure, aber was soll's. Heimlich? Bitte? Soll ich dich irgendwie heimlich machen? Nö, glaub nicht. Keine Ahnung. Ich bin ja doch nicht. Nee, ich nicht. Just short information, bevor du wieder deine Adresse rumbrüllst. Ich nehme auf. Ich sag's ja nur. Was macht denn das? Ach, wenn du doch gerade aufnimmst, dann kann ich doch bestimmt mal eben so den Infinity War spoilern. Nein, darfst du nicht. Ein Walkie-Talkie. Vielen Dank übrigens, dass du nochmal drin warst und dann wieder ohne uns. Ja. Wenn man sie belauscht. Das ist Taktik. Das ist Taktik, weißt du warum? Ha? Wenn ihr nämlich nochmal reingeht, dann gehe ich nämlich nochmal mit. Alles klar. Wenn man sie belauscht, kann man vielleicht das Passwort herausbekommen. Ich nehme das mit zu Avalon. Ich glaube zwar nicht, dass ein 4- oder 2-Meter-Funkgerät so weit Empfang hat, aber wenn du das sagst, Star Stable. Star Stable muss wissen. Das Problem ist, ich gehe in diesen Film nicht, bis ich nicht Thor Ragnarok gesehen habe und da ich den Film nicht habe. So, das ich habe ihn. Ich weiß. Dann ich habe dich auch schon mehrmals gefragt, ob ich ihn mir ausleihen kann. Hast du? Oh, also, okay, ich kann sie alles zu haben. Du kannst ihn dir ausleihen. Komm her und hol ihn dir. Was hab ich denn hier? Grüner Kristall. Nee, ich pass. Okidoki. So, ich mache jetzt ganz kurz auf Stopp und trink was. Okay. Ah, das hat mein Handy hat 80% Akku und braucht noch 2 Stunden bis vollgeladen. What? Warte, ich leg mein Handy mal drauf. Wenn du es schaffst. Ich hab noch. Warte. 2 Stunden, 8 Minuten und ich bin nur bei 28%. Ja, es würde nur 10 Minuten dauern, wenn ich das Ding in der Steckdose hätte. Und nicht im Computer. Ja, gut. Ein Computer ladet. Lädt mein Handy genauso schnell wie an der Steckdose. Ich weiß auch nicht, warum der das jetzt so lahmarschig stellt. Eigentlich so gar nicht. Okay, Avalon. Avalon. So. Hoppla. Ja, aha. Dieser Kristall leuchtet von pandorischer Energie. Sei vorsichtig, Ilva. Diese Energie kann sehr gefährlich sein. Lass mich ihn nehmen, dann werde ich ihn untersuchen. Huh? Hallo, Ilva. Ein Walkie-Talkie? Sehr kreativ. Glücklicherweise schlafe ich nicht besonders viel. Ich kann also die ganze Nacht lauschen. Wow. Du hast scheinbar wirklich nicht viel sonst zu tun. Hi, Kater. Nein. Kater, auch ein cooler Name. Oh mein Gott, wisst ihr, was für einen genialen Namen ich gesehen habe neulich? Für ein Pferd? Der setzte sich zusammen aus den Wortteilen Chip und Pie und das war dann Chippy. Fand ich super genial, die Idee. Oh, hoppla. Nee, nicht cool. ins Haus dran vorbei. Fand ich super. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Spielerin hieß, aber Props an der Stelle. Ich werde mir auf jeden Fall auch irgendwann ein Pferd holen, das Chippy heißt.
Chip Pie. Chippy. Ich finde das super. Ich stehe total auf so ausgefallene Namen, wenn man sich in Star Stable wirklich Mühe gibt. Da haben wir auch schon mal eine gefunden. Da habe ich die ganzen Pferdenamen abfotografiert, einfach weil die so cool waren alle. Ich kann ja gerade mal, während ich hier hochlaufe, gucken, ob ich das finde. Ich weiß jetzt nicht, wie lang das hier ist. Muss natürlich nur auf den Weg gucken. Hehe. Ah, hier. Was hatten wir denn hier für Namen? Wo sind meine ganzen... Okay. Ich guck mal gerade, welche cool sind, die man wirklich mal vorlesen kann. Und einmal so ein Bild. Natürlich jetzt nicht so toll. Zum Beispiel Bright Eye finde ich auch irgendwie schön. Hast du nicht auch ein Pferd, das Cinnamon Dream heißt? Ja. Obsidian Fire finde ich auch irgendwie cool. Bluebird finde ich auch mega. Ich würde auch gerne ein Pferd haben, das Redbird heißt. Silent Hill fand ich auch cool. Wild Wings. Mega geil der Name, oder? Für ein Pferd, Silent Hill. Ey, da musst du schon so ein cooles Pferd. Zum Beispiel der weiße Lusitano, weil der hat so schwarze Augen. Ich finde, das sieht irgendwie schon so ein bisschen creepy aus. Damit kann man bestimmt so Horror-Videos machen oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall zu dem Namen finde ich zu dem Pferd passt der Name Silent Hill. Wolfheart fand ich gut. Candy Girl. Stargazer. Stargazer finde ich auch super. Was hat mir hier noch? Welche Song kann man dafür nur nehmen? Vielleicht Stargazing? Author Whisper, Ghost Pepper fand ich auch cool und Dragonheart. Dragonheart ist auch nice. Ich möchte auf jeden Fall auch ein Pferd haben, was irgendwas mit Honey heißt. Oder Dragonblood. Dragonblood möchte ich auch ein Pferd, weil Dragonblood oder Dragonborn ist ja der Name von Skyrim, von dem Typen. Silver Dew, Morning Dew. Gibt es Mountain Dew? Gibt es Mountain als Vorsilbe? Also Honey gibt es als Vorsilbe auf jeden Fall. Rainbow Diamond fand ich auch schön. So hat die Majorvicius Urpferd genommen. Keine Ahnung. Oh, jetzt habe ich, hoppla, jetzt habe ich gerade meinen Timer geschlossen, ich Intelligenzbestie. Nein, nicht der Taschenrechner. Oh Gott, Handy. Ah, jetzt geht's ab. Ah, okay, er läuft noch weiter. Perfekt, da wäre Glück gehabt. So. Genau, jetzt aber erstmal weiter hier. Herr Anderson. Zeit zu fischen. Exzellent, Ilva, du scheinst ein Naturtalent beim Angeln zu sein. Kann ich jetzt bitte Beliebtheit beim Jorvikschen Fischerclub kriegen? Ja, nein, vielleicht. Nein. Nimm diesen Eimer mit Fischen und entlasse sie in den See. Hoffentlich fühlen sie sich in ihrem neuen Zuhause wohl. Ihr neues Zuhause? Ich dachte, das wäre ihr altes Zuhause, aber gut. Das willst du nicht. Ich finde den Wäldersee auch mega schön für so einen Ausritt oder so. Weil hier gibt es ja diese Picknicktische, 5 Stück und so eine Grillstelle. Mega schön hier. Fällt gerade auf. Ich muss den Trailritt jetzt noch eben auf die Schnelle planen. Ja. Wir haben heute noch einen Trailritt machen müssen. Ja, wir haben Freitag. Mademchen. Ich habe mich angemeldet für den Trailritt. Ja. Wie sich das für ein ordentliches Clubmitglied gehört. Muss ich anmelden? Ja. Hättest du mal die Clubregeln gelesen. So, gut gemacht. Jetzt müssen wir abwarten. Drück mal die Daumen. Irgendwas mal. Okay, das trifft sich ja ganz gut, dass ich jetzt hier noch 10 Minuten laut Timer Zeit habe und jetzt eh nichts mehr an Quests zu erledigen habe. Richtig. Und du die Clubregeln noch nicht kennst, weil wir haben unseren ganzen Club ein bisschen überarbeitet, beziehungsweise die liebe Lucia, so jetzt sind doch alle drei vom Club online. Ich wurde degradiert zum Reitlehrer, aber auf eigenen Wunsch hin. Und das erkläre ich auch gleich, warum. Mehr ist weiter im Clubleiter. Aber ich weiß nicht, wann sie nachliest. Wenn du auf G drückst, öffnet sich das Clubfenster. Also, wir haben unsere Club-Info überarbeitet. Da steht jetzt, dieser Club ist rein frei. Ihr könnt euch treffen, wann ihr wollt. Es gibt auch angesetzte Treffen, zu denen ihr bitte erscheint. Bitte meldet euch im Club-Chat ab, wenn ihr nicht könnt, oder schreibt der Clubleitung eine Nachricht. Sprich, wenn wir irgendwann mehr Leute im Club haben, möchten wir, dass sie sich bei einem von uns melden, wenn wir gerade online sind und sagen, ja, ich kann dann und dann zum Beispiel nicht. Bei Treffen, die halt als feste Termine sind. Oder einem eine Nachricht schreiben, wenn keiner von uns dreien gerade online ist.
Auch ein Club-Outfit ist noch nicht vorhanden, das haben wir noch nicht. Zu sehen besitzen wir zwei YouTube-Accounts. Wenn ich gesehen werden möchte, soll vor den Treffen Bescheid geben, da wir solche Dinge wie die Trailritte filmen. So, dann hier die nächste Kürpräsentation, das erkläre ich später alles. Jetzt kommen wir erstmal zum Wochenplan, da hat sich einiges getan. Mittwoch, Beschwerdemanagement und Security-Training, Leitung Mea Wolfdragon. Mea, also Link, ist jetzt nämlich für unsere Sicherheit im Club zuständig. Das heißt, sollte jemand beleidigen, irgendwelche Daten die ganze Zeit verlangen, spammen, irgendwas, ist sie Nummer 1, die dafür sorgt, dass so jemand rausfliegt oder vorgewarnt wird. Dann gibt es mittwochs natürlich auch eine Update-Besprechung, die übernehme ich, weil ich festgestellt habe, dass ich eigentlich eh jeden Mittwoch online bin. Also kann ich das auch direkt übernehmen. Und ich bin leitende Reitlehrerin. Ich werde natürlich den Reitlehrerposten später, wenn wir mehr sind, nicht alleine weiterführen. Aber ja, gut. Freitag, wie Sfungi eben schon gesagt hat, das Trailreiten nach Ankündigung bitte anmelden. Leitung Lucia Silverrock, Clubbesitzerin. Anmeldung erfolgt durch eine Privatnachricht an die Leitung, also an Lucia. Das habe ich gestern oder vorgestern gemacht. Da habe ich ihr eine private Nachricht geschrieben über den Briefkasten, dass ich gerne mich anmelden würde. So, dann haben wir hier die Kürvorführung Samstag nach Ankündigung. Leitung Ilva Skywolf, leitende Reitlehrerin. Und Disco optional, nur wenn man Zeit hat, da übernimmt mehr die Leitung. Und zu den Kürvorführungen kann ich sagen, also wir werden sehr, sehr viel, also werde ich als Reitlehrerin machen in der Reitarena. Da können wir eigentlich auch mal eben hin, während ich erzähle. Ich habe jetzt zwar da den Hänger noch nicht, aber... in der Nähe. Wir müssen nach da, genau. Und zwar gibt es dort ja einmal die Halle A und die Halle B. Die Halle A ist die Dressurhalle. In der Dressurhalle werden dann Dressurquadretten oder wie das heißt, und Küren vorgestellt, sowohl von Einzelpersonen als auch von mehreren Personen, bis hin zum ganzen Club. Wer dann alles teilnimmt, das wird dann vorher mal abgeklärt. Es kann sein, dass diese Küren beispielsweise auf ein Motto bezogen sind, das heißt dann zum Beispiel Westernreiten oder Kaltblüter oder Disney-Songs oder was auch immer. Da kann ich auch nochmal ganz kurz hier hingehen. Das sind jetzt die Vorgaben für die nächste Kürpräsentation. Sonntag, 20. Mai, also man sollte auf jeden Fall die römischen Zahlen in Starstable kennen. Das sind nämlich die einzigen Zahlen, die man schreiben kann, leider. Ein Motto gibt es nicht, weil das die erste Kür ist und das quasi erstmal so ein Ausprobieren ist. Jeder macht das alleine. Vorgaben mindestens 30 Sekunden, mindestens 5 Figuren. Beginn Tür Halle A, Lieddauer in Maßen. Klärt das bitte vorher mit der Leitung ab. Damit ist gemeint, dass nicht ein Remix oder sowas genommen wird, der 20 Minuten geht. Hier haben wir Halle A. Sprich, man fängt hier an. Beginn ist an der Tür. Und dann macht man zum Beispiel, man reitet hier hinten nach A. Und das dann alles immer in der gleichbleibenden Geschwindigkeit, also Trab oder irgendwas. Dann reitet man nach B und dann zwischendurch macht man ein paar Figuren wie sowas oder springen oder drehen oder was auch immer. Da kann man ja ganz kreativ sein. Auch so ein Kreis kann eine Figur sein und ja. Genau. Außerdem kann es eventuell aber auch sein, dass wir mal als Kür eine von drüben nehmen mit Springreiten. Genau. Dann haben wir hier diese blauen, grünen, roten und nochmal blauen Sitze. Auf den blauen Sitzen da hinten werden dann Sfungi sitzen und andere. Link wird da bei der Kamera stehen, da wir jede Kür, also vorausgesetzt man ist natürlich einverstanden, ne, weil wie gesagt, wir das auf YouTube hochladen. Hier drüber filmen über diese Kamera, das macht Link dann. Genau. Sfungi sitzt, wie gesagt, da. Ich als Reitlehrerin werde wahrscheinlich auch da sitzen. Da sitzt dann generell einfach die Clubleitung. Auf den roten Plätzen sitzen Leute aus dem Club, die nur zusehen. Auf den grünen Plätzen Leute aus dem Club, die zusehen und auch selber etwas vorführen. Und auf den blauen Sitzen sitzen dann Neulinge, beziehungsweise wo die anderen Plätze alle voll sind. Was haben wir noch? Genau, Sonntag. Training der Pferde, nur wenn man Zeit hat. Leitung, Eva Skywolf, Reitlehrerin. Und Lucia Silverrock. Genau, also das ist halt optional. Für die Kür sollte man sich auch anmelden bzw. abmelden, wenn man nicht kann. Oder wenn vorher gesagt wird, wir machen eine zu Mustangs und man hat keinen Mustang, dann sagt man das. Ganz einfach. Trailreiten ist sowieso nur, wenn man sich angemeldet hat. Ansonsten steht man gar nicht mit im Plan drin. Disco ist auch also komplett frei. Wer kann, der soll kommen.
Ja, und das Beschwerdemanagement bzw. Security Training ist natürlich nur, wenn man ein Anliegen hat, bzw. das Security Training wird an manchen Tagen auch Pflicht werden für alle, gerade wenn man neu im Club ist, da man dort einiges beigebracht bekommt und erzählt bekommt. Und ja, die Update-Besprechung ist auch nur, wer Bock hat, bzw. darüber reden möchte. Mit. So, habe ich irgendwas vergessen? Ich hoffe nicht. Ja, wir haben redet du? Mit euch. Ach so. Keine Ahnung. Ich hoffe, ich störe jetzt hier gerade keinen. Ich gehe mal hier wieder raus. Genau, also es gibt hier diese Buchstaben. Ich habe mir da auch jede Menge aufgeschrieben. Es kann auch so, also meistens ist das so bei solchen Kürvorstellungen wie jetzt Samstag der 20. Da ist das eine selbsterdachte Kür. Also jeder soll sich komplett selber was ausdenken. Das ist jetzt erstmal nur zum Herumprobieren. Und da wir auch erst 3 Leute sind. Wobei schon weitere in Planung sind, dass sie hier reinkommen in den Club. Und ja. Genau, es kann aber auch sein, dass es mal eine Kür gibt, besonders wenn es eine Kür mit mehreren ist, die ich dann als Reitlehrerin vorplane, wo ich dann sage, so und so ist die Choreo und dann üben wir die zusammen, um die an einem bestimmten Tag vorzustellen. Genau. So viel dazu. Und wenn wir mal irgendwie sowas, so größere Events machen, wie zum Beispiel Turniere oder sowas innerhalb der des Clubs, dann können wir auch danach hier so ein bisschen Picknick machen oder sowas. Es gibt da unten 3 Picknickplätze. Genau, da haben wir uns eine ganze Menge überlegt jetzt neulich alles und jetzt konnte ich mir das alles mal von der Seele reden. Ich war sowieso voll aufgeregt und wollte das unbedingt mal in einem Video erzählen alles, deswegen, genau. Yeah. Jetzt habe ich nur geblubbert. Habt ihr noch irgendwas? Mm-mm. Sei still, du redest so viel. Ja, ich bin nur abgefuckt vom Dino-Tal. Tja, ich hab dir gesagt, dann mach da nicht weiter erstmal und warte, bis ich es auch freigeschaltet habe. Ich kann den Ballon wieder freischalten, dass ich da direkt hinfliegen kann und nicht immerhin warten muss. Sonst kannst du ja auch warten, bis ich da bin und dann können wir diese ganzen Quests zusammen machen. Und dann bist du vielleicht auch nicht ganz so abgefuckt. Aber du bist ja auch ungeduldig. So, wie gesagt, ich werde jetzt heute mein Pferd weiter trainieren. Das sind jetzt keine ganzen 30 Minuten geworden, die Folge heute, aber jetzt hier weiter irgendwie rumstehen und einfach nur irgendwas blubbern ist auch blöd und ich habe jetzt schon viel genug erzählt. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir am Wäldersee und den Wälder weitermachen und vielleicht auch schon bei der ein oder anderen Sache wie Nebelfall, hier Erntefeldprovinz oder hier das mit dem Weingarten da genügend Ruf gesammelt haben, um weiterzukommen. Genau, ich hoffe, ich habe das da bald überall mal geschafft. Das nervt nämlich langsam ein bisschen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und ich würde sagen, bis dahin, ciao!